Wie seid ihr denn so drauf? Da sind ja viele Eltern schon überall hingekommen. Ich hoffe, ihr habt denn schon mal die erste Nacht geschlafen. So, was wir oben können, das können wir hier unten auch. Wie seid ihr drauf? Ah, ja, ich weiß, das wird in den nächsten beiden oder heute und morgen noch ein bisschen mehr werden. Bevor wir anfangen, machen wir natürlich einen Stimmungstest. Wir wollen natürlich hier beim fünften digitalen Sidecup auch alle anderen Mannschaften mal mit Namen vorstellen. Wir fangen natürlich an bei der E-Jugend und dann kann jedes Team sich nochmal akustisch äußern, natürlich mit den zusammen. Und los geht's. Wir begrüßen hier heute den HV Lüneburg, die SGAU Spandau Füchse Berlin, die SG Banskolitzen, MTV Soltau und natürlich, wie ihr gesehen, der SC Magdeburg, die ASV Hamm, den THW Kiel in der EU, die HSG Augsburg Büttelhof, die HSG Tils Löwen, TSV Bayern Dormagen, meine Bremerhaven, SCD AFK Leipzig, die HSG Heidelberg, HSV Falkensee und den HC Emper Rostock hier in der Gegend. Gastgeber ist natürlich der aktuelle Landesmeister SV Post Schwerin. So, kommen wir mal schnell zu denen, da werden sich sicherlich einige Teams mit der Ehung decken. Der SC Magdeburg, HFK Elsfleth, SG Spandau Füchse Berlin, SG Banskow-Lietzen, MTV Soltau, dann DSG Flensburg, ja, dann SSV Gartenstadt Krefeld, erneut dann hier auch die HSG Augsburg-Hövelhof, JSG Bielefeld Süd, MTV Braunschweig, Hannoverscher SC, kennen wir auch im letzten Jahr, die HSG Holzhausen-Hartung, die HG Rostorf-Krone und den VfL Fredenberg und auch Gastgeber hier zurzeit, der aktuelle Landesmeister SV Post Schwerin. So, wir bitten dann den Peter Raufmann nach vorne, der Präsident SV Post Schwerin, der wird euch noch einige Grußworte überrichten und dann werden wir gleich loslegen, welche der zwei anderen, die dafür verantwortlich sind seit Jahren. Vielleicht kann das ja auch Peter erwähnen. Ja, Peter Rauch, Post Schwerin. Mal einen Beifall hier. Ja, vielen Dank. Auch einen herzlichen guten Morgen von mir an euch, an die Spieler, an die Schiedsrichter, an die Übungsleiter, Trainer und natürlich auch an die Eltern. Ein ganz tolles Bild offeriert sich hier. Ein ganz tolles Teilnehmerfeld. Als unser Verein vor 8 Jahren begonnen hat, diesen Pokalwettbewerb auszuschreiben, da waren es Mannschaften aus der Region. In diesem Jahr, heute, haben sich 30 Mannschaften aus 8 Bundesländern gemeldet. Ich finde, es ist ein ganz fantastisches Teilnehmerfeld. Und da muss es gestattet sein, den Organisatoren ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Allen, die daran mitgewirkt haben, aus der Abteilung Handball unseres Vereins, und in erster Linie Axel Stark und Rainer Burke, die hier federführend das machen. Vielen Dank. Aber so ein Turnier kann man nicht nur aus sportlicher Sicht organisieren, sondern da hängen viele andere Dinge drin. Deshalb möchte ich hier auch die Möglichkeit nutzen, einigen Sponsoren ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Ein Dankeschön an McDonald's, an Plaza, an Sternberger Bäcker, Ludwigslüster Fleisch und Wurst GmbH, an das Schullandheim Lüß, an die Jugendherberge, an die Pension am Lebenstor und die Handwerkskammer. All das sind Helfer, ohne die ein so großartiges Turnier nicht möglich gewesen ist und auch nicht in der Zukunft sein wird. Ich wünsche euch erlebnisreiche Tage. Vielleicht habt ihr auch noch die Möglichkeit, ein bisschen was von Schwerin zu sehen. Aber natürlich spielt heute Morgen erstmal der Handball die erste Rolle. Und ich wünsche euch allen, dass wir viele von euch morgen bei der Siegerehrung wiedersehen. Alles Gute, macht was draus und kommt gut durch. Ja, danke schön. So, auf geht's hier zum ersten Spiel. Digitales Sidecup 2011. Wir begrüßen in der EU Leipzig und Falkensee.
Yeah.
Thank you.
Schön, Jonas. Die war noch draußen.
spielen hier in der Jugend. Leipzig gegen Falkensee, Leipzig gegen Waldsee. Zu 5. Im nächsten Spiel, wenn er den gewinnt, spielen dann Holzhausen gegen den Landesmeister SV Holzschrieb. Und anschließend die Mannschaften, die selbst gespielt haben, dann bitte sofort zum Fototraining ins Tor hier auf unserer Seite, in meinem Sprechertisch. Und das gar nicht vergessen.